Ich starte Runde 1. Ich überlege gerade, mit wie viel starte ich denn Runde 1? Dadurch, dass ich jetzt nur noch zwei Missionsziele halte und eins da vorne habe und nicht so den Beschuss habe. Ich nehme auch eins. Ich starte auch vorsichtig. Okay. Welche habe ich denn? Luftraum sichern, ich muss was Fliegendes kaputt machen. Das ist mein Ziel hier vorne auch. Dann habe ich keine Gefangenen, ich muss irgendwas kaputt machen. Dann habe ich überwältigende Feuerkraft. Oh, ich muss es mit dem Schießen kaputt machen, das ist doof. Aber ich werde es versuchen. Und ich habe Großwildjagd, ich muss was Großes kaputt machen. Insofern deucht mich, wird sich einiges darum drehen, ob ich die hier vorne jetzt gleich mal schön zerschreddert bekomme. Ja. Die hier, Jungs, gehen 6 Zoll hier vorne rüber. Nice gepremeasured. Denn Missionsnummer 5 hat dafür gesorgt, dass der Enrico mir seinen Warlord hat als Closest Enemy Mod präsentieren dürfen. Der hat zwar einen Dreier Retter, aber vor nix kommt nix. Und die Jungs ziehen einfach mal alle hinterher. Er hier oben hat zwar nur noch einen Lebenspunkt und 6 Zoll Bewegung, der rennt aber jetzt mal dabei. 5 und kommt damit ganz ordentlich hier vorne rüber. Meine Flamer werden 12 Zoll hier vorne rüber fliegen, denn ihre Flammen treffen automatisch. Da sind sie angekommen. Als nächstes werden die Screamer auch hier rüber heizen. So, hier vorne haben sie sich hingestellt. 6 Stück haben es über, unter, drunter irgendwie Richtung Flügel geschafft. Dementsprechend guckt man ja bei dem Modell normalerweise von dem Flügel aus und wenn es in den Nahkampf geht, dann von der Base aus. Dementsprechend haben wir die hingestellt. Es ist, und der hat 1 Zoll Abstand. So. Ja, ist jetzt, finde ich, bei so einem Modell immer irgendwie ein bisschen eigenartig. Also man misst irgendwie davon, aber ist ja nicht so, dass irgendwie der Raum da unten drunter freigeräumt wird, weil chargen tut es ja gegen die Base. Dementsprechend machen wir das jetzt so, 6 sind quasi da und knabbern in der Gegend rum. Also 6 mal auf die 6. Das ist keine Mortal Wound. Gut. Die hier vorne dürfen sich 7 Zoll bewegen, weil er da vorne in der Ecke ist. Und werden sich auch so ein bisschen bewegen. Allerdings bewegen die sich nur bis nach hier hin. So. Um so ein bisschen den Raum nach vorne abzudecken. Obwohl, ne. Die gehen bis nach hier hin, so. Wir müssen nämlich mal eine Runde Platz machen. Und so. Und der nach dahin. Ja, so hin. Und die hier machen auch ein Ründchen Platz. So, und der geht auch nach hinten hin. Bis nach hier. Hauptsache, die Ikone hier vorne ist noch in 9 Zoll, die schöne Flugstandarte. Und dann kommt er um die Ecke und bretzelt sich hier vorne rein auf 1 Zoll. Der hat nämlich auch noch was vor. Die hier werden sich noch ein bisschen hier vorne Richtung Missionsziel bewegen. Da stehen sie alle. Er hier wird einfach so ein bisschen hier vorne rüberhümpeln, um noch weiter seine Bubbles quasi zu machen. Und ihm geht es da gut. Ich habe für die Fliegen aktuell mal gerade noch nicht so ein richtiges Ziel. Deswegen bleiben die da schön stehen. Das heißt, das ist Ende der Bewegungsphase und mein dicker Knallfrosch kommt reingefallen. Bam, 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 bam. 9 Zoll zu dem, 9 Zoll zu dem. Dicke Kugeln müssen dicke Autos kaputt klotschen. Mit dicken Schwertern. Psi-Faser. Die Flugstandarte von denen, und da bin ich mir gerade nicht sicher, ob wir das On-Cam oder Off-Cam gemacht haben, weil hier ist ein Flugstandarte, da ist ein solchen Banner. Die Extra-Fähigkeit von der trigger ich jetzt, also darf ich einmal pro Schlag 9 Würfel nehmen, um ihm mit einer 6 schon mal als kleines Willkommensgeschenk eine tödliche Wunde zu überreichen. Das sind 2 Mortal Wounds in einem Flattermaxerei. In der Psi-Phase starte ich mal mit den Jungs hier unten und die wollen gerne Smite auf den da casten, auf die 5 plus. Das ist eine 10, das heißt, der bekommt W3 tödliche Wunden. Eine nur, das ist nicht so Fülle. 4 OP. Nicht auch noch 4, dann hat er schon mal eine Wunde. Dann kannst du direkt hier bei mir bleiben, denn die werden als nächstes Smite durch die Gegend rufen. Das funktioniert so nicht.
Nein. Benutze ich denn da schon Command Point? Nö. Dann mache ich mit dem Lord of Change weiter. Der Lord of Change bekommt keinen Bonus mehr, weil er schon kurz vorm Total zerfrängeln ist. Smite in die rein ist der dritte mittlerweile. Das geht mit einer 7 durch. Ich bekomme nämlich plus 2 obendrauf, um das durchzubekommen. Also das Ding triggert. W3 tödliche. Eine schon wieder nur. Gemacht, gemacht. Wie viele Lebenspunkte hat er noch? 4. Oh. Oh, möchte ich den neu würfeln? Den würfel ich neu. 3. So ist besser. So ist besser. Und dreimal safe macht er safe. Und ein schaffst du. 6 habe ich. Jo. Dann hat er noch 2 Lebenspunkte. Jetzt hat der Lord of Change aber noch ein bisschen was. Insofern werde ich als nächstes bei dem weitermachen und möchte gerne die flackernde Flamme auf die hier casten. Das heißt plus 1 auf Verwundungswürfe mit Fernkampfwaffen. Ich brauche eine 5. Ich habe Perils. Und du kannst nicht mehr. Ich habe schon rerollt. Mhm. Ja. Dann ist er damit aus dem Leben geschossen. Hätte ich ihm mal das Artefakt gegeben. Anstelle von einer erfolgreichen Psychkraft bekommen die W3 tödliche Wunden. Eine. Pump. Ne, gar nicht, das ist der Boss. Der Boss nicht. So. Und die bekommen auch W3. 2. Läuft wie so ein Länderspiel hier bei den Besinchis. Bei der hier stand. Oh. Nee, wahrscheinlich nicht in 3 Zoll war. So, dann muss ich die Garne abräumen. Affen. So, legt euch hin. Ihr seid tot. Ihr seid da tot. Zap. So, mal gucken, ob Nörgel besser dabei ist. Einmal, erstmal der Pestilenz. Jo, ich habe eine 6. Ich brauche eine 6. Er wird um einen schlechter getroffen bis zu meiner nächsten Psi-Phase. Ach, komm. Weil es einfach so unfassbar gut läuft. Smite! Ne, mit einer 6 reicht es nicht, denn das war Smite Nummer 1, 2, 3, 4. Das heißt, 3 gehen oben drauf. Ich hätte schon eine 8 gebraucht. Großartige Kiste. Dann ist er dran. Er hat auch nur als effektives Ding Smite, also auf den oben drauf. Ich brauche jetzt eine 9. Er ist der vierte, der oben drüber kommt. Das wäre eine 9. Und jetzt kriege ich die 8. Gute Nacht. Ja, machen wir einfach hier mit weiter. Smite, die brauchen eine 10. Die haben auch eine 8. Also so richtig, richtig gut war Psi jetzt gerade nicht. Obwohl Sinch am Start war. Ja gut, der hat sich auch einfach total da rausgehauen. Ja, mich freut's. Dann werden wir jetzt mal starten und anfangen zu schießen. Die Rosa Horrors schießen auf ihn drauf, treffen auf die 4. Und verwundet tun sie auf der 5. Bengals. Das sind 2 Dreier Saves, die du machen musst. So. Einer steht, einer nicht. Feel no pain. Save after save. Nope. Damit hat er einen Lebenspunkt noch. Der Trupp. 18 Stück sind noch da. Schießen ebenfalls komplett in den rein. Als closest enemy model. Auf die 4. Orkisch. Und auf die 5. Das ist einer, 2 nur. Das ist erbärmlich. Erbärmlich. Ja, 2x3 Höschen und save after save. Mal gucken, was da rumkommt. Oh. 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 Du hast noch nicht Command Reroad. Ja, das überlege ich gerade. Ich habe nur noch 2 Befehlspunkte. Das ist auch richtig. Ach komm, ich gebe dir. Yo. Slay the Warlord. Flupping. Haben wir einen schönen Warlord-Trade-off gemacht. Jo. Das ist ein nettes Dankeschön übrigens dafür, dass ich meinen Warlord selber auch zerschossen habe. Ist gut. So ist Fairplay hier in der Spielbude. Enrico, fordere nie dein Glück so raus. Ne? Test, mal gucken, wie wär's denn gewesen? Und dann kommt die 6. Ja, deine Würfel wollen manchmal auch, dass du leidest, offensichtlich. Sieht mich. Die hier in den angekratzten Reihen, da habe ich mal was vorbereitet. Und weil das Moped fliegt, gibt halt nur auf die 5. Ah, das ist doch gut hier. Eine 6 ist da noch und noch eine 6.
Das ist gut, dass sich diese Würfel schon mal warm gepumpelt haben, denn die 6, die brauche ich jetzt mit Stärke 3. Oh, überraschend. Nix. Die Flamer ebenfalls in den Reihen. W6 Treffer. Automatisch 11, 12, 13, 14. Aua. Stärke 4 gegen Widerstand 7 auf die 5en. 1, 2, 3, 4, 5 Stück mit DS-1. 5 mal 4er Rüster. Und davon sind 3 gehalten, 2 nicht. Dementsprechend ist er auf 10 Lebenspunkte runter. Dich kriege ich gleich. Der Soul Gunner schießt komplett in den vorderen Predator da vorne rein. Als allererstes kommt die Entropiekanone. 3 Schuss treffen auf die 4en. Eine trifft schon mal. Mit Stärke 7 verwunde ich auf die 4en. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. So, Würfel, jetzt streng dich an. W6 Schuss mit meinem Schleimbombardement. Kann ja auch was anderes als 2? Ja, schade. Könnte er, ja. Ja, dann wäre jetzt auch die 4, die er jetzt bitte nochmal zeigt. Trifft nämlich auf die 4en. Oh, ja, das war mal erfolgreich. Oh, Bugge. Obwohl, der hat noch 8 Lebenspunkte. Ja, dann ist er sogar noch in dem Ich treffe auf die 4en Cluster. Sonst wäre es noch schlechter geworden. Aber wer nichts trifft, ja. Dann ist damit nämlich der Beschuss schon rum. Komplett. Dann kommt jetzt der Nahkampf. Beim Nahkampf möchte gerne der Trupp Screamer in den hier oben rein. Dann geht es erstmal eine Runde Abwehrfeuer. Da rechne ich noch mit. Ja. Abwehrfeuer, die ersten 12 Schuss vom Hurricane Bolter. Jawohl. Auf die 6en. Das ist einer, dann einfach den ganzen Rummel nochmal schmeißen. Nochmal einer, dann sind es 2. Jupp. Stärke 4 auf Widerstand 4, meine ich. Einer ist, einer nicht. Gut, dann darf ich nur noch mit meinem Vierer-Retter dagegen halten. Ja. Oh, hat er nur einen Lebenspunkt? Warte, ich guck mal. Dann weine ich sonst. W6, Stärke 4 Treffer vom Hurricane Bolter. Ach, Hurricane Bolter. Teil vom Missile Launcher. Mein Gott. Auf die 6en. Da ist einer dabei. Der verwundet auf die 4en. Das ist eine 3. Und dann hast du noch deine beiden Laskas. Jawohl. Die treffen nicht. Ja. Oh, jetzt mal gucken, wie weit ich da um das Flugzeug drumherum darf. Mit 8 Zoll da wird er jetzt mal ein bisschen umstellt. Zapp, da stehen sie. Und er hat auch noch totale Lust. Und macht mit. Pump. Durch die neue Situation muss ich mal mit denen da rein. Kam gerade angedroht, dass der sonst einfach den Hammer in den Rhein steckt. Und das wird er wahrscheinlich auch ziemlich gut machen. Ja. Rektal oder keine Ahnung wo. So, mit 7 Zoll sind die drin und werden sich, weiß ich gar nicht, sind da Dämonen todesmutig oder sind die einfach dumm gehorsam? Die werden sich auf jeden Fall hier hinstellen, positionieren einfach mal um das Missionsziel drumherum, weil das dann schicker aussieht. Ach ne, den Toten sollte ich nicht miträumen. So. Die werden jetzt versuchen, den auf jeden Fall so ein bisschen vorm Hammer zu bewahren. Mal gucken, wie lange das hält. Den Toten nehme ich mit für den Moraltest gleich. Er hier möchte gerne in ihn hier rein. Abwehrfeuer. Einmal die Recherget legen. Auf die 6en. Eine 6 sehe ich da. Stärke? Jo. Die Recherget legen. Die hat Stärke 6. Dann auf die 5en. Jo. Oh, sitzt. Sitzt. Eine 1 ist nix, die macht 1 Damage, ne? Nein, oder die zwei? Macht sogar 2. Dann habe ich zweimal widerwärtig zäh bei dem Jungen. Oh, da kriegt er schon 2 Damage. Okay. Läuft er hier. Dann das Raketenmagazin. Mhm. Macht W6. 3 Schuss auf die 6en. Na, einer. Auch schon wieder einer. Auf die 5. Jupp. Alter, für Walter. Minus 1. Da werde ich sowieso nur mal einen 5er Retter haben. In der 6 sitzt das Ding. Jo, dann habe ich noch das Maschinengewehr, macht 3 Schuss. Mhm. Nö, der möchte nicht, kommt wieder her. So, dann habe ich noch drinnen, das haben wir nicht. Der Flammenwerfer ist leider nicht in Reichweite. Das ist vollkommen richtig. Das ist sowas von schade, dann nehmen wir die Thermalkanone. Mhm. 4 Schuss. Ja, da will sie schießen. Ja, toll. Auch die auf die 6en, ja, aber vielleicht will die gar nicht treffen. Doch, sie will treffen. Alter Schwede, und auf die 3. Aber sie will nicht verwunden. Ach, das ist auch gut. Nee, das ist nicht gut, den wiederhole ich. Letzter Command Point.
Ja. Möchte gerne verwunden. Fünferretter. Ja. Zum Glück hast du da deinen letzten Command-Point durchgeknallt, Enrico. Ja, wie viel Schaden wären es denn gewesen? Wie vorhin? Einer. Na gut, damit kann ich leben. So, was brauche ich? Eine 9 brauche ich. Und ich habe eine 11. Dann sagt meine kleine Knutschkugel aber mal einen guten Tag hier. Und zwar stelle ich mich dann bis nach hier hin. Ja, so ist das da. So, das ist gut. Genau, und damit sind alle meine Charges durch. Und aufgrund dessen, dass du eh keine Command Points hast, kannst du auch nicht mehr da groß mir dazwischen funken. Ja. Jo, dann fangen wir doch einfach mal hier mit dem freundlich lächelnden Herren an. Oh, warte, ich bin noch am überlegen, mitten beim Reinchargen. Was war, der will der Autos kaputt machen? Nee, komm, der steht da. So, der geht auch nicht mehr weiter rein, dann gibt's jetzt mal Würfel. So, erstmal als kleine Ouvertüre auf einer 4+, gibt's eine tödliche Wunde ins Gesicht? Nö, gib es nicht. Dann haut er jetzt ganz normal. Der Great Unclean One trifft auf die 2. Wow, das sind aber viele Einsen. Hat er nicht irgendeine Fähigkeit? Ich guck mal eben. Nein, der hat nicht irgendwie wie so ein Lord. Dementsprechend wiederhole ich einen mit Command Point und mache mir da eine 1 nochmal raus. Oh Mann. So, dann hat der gute Herr Stärke 8. Dementsprechend verwunde ich auf die 4 mit seinem Gallschwert und darf alle nicht geschaffen wiederholen. Boah, 2 Stück nur. Minus 3. Auf die 5. Einmal nix. Und da ist auch nochmal nix. Dann 2W6 Damage. Dann bekommt er zumindest 9 Stück reingepresst. Dann hat er noch 15. Mann, war das nicht gut. Ja. Die Screamer moppern in den rein. Treffen auf die 4. Normalerweise haben Stärke 4+2 wäre 6, aber durch den Herold, der hier vorne steht, haben die +1 auf ihre Stärke. Das heißt, sie verwunden auch auf die 4. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Die sind mit minus 3, das heißt, du hast noch 6er Saves und jeder macht flat 2 Damage. Dann bekommst du 10 Damage und damit ist er auf den Kopf platt. Guck mal, ob der explodiert. Er explodiert nicht. Und was war da drin? Der kleine Trupp Todeskompanie mit dem Boltern und einem Chaplain. Das wäre ihr Preis gewesen und ist jetzt Essig. Richtig. Homo. So, die sind reingepeilt und haben den nochmal mit in den Nahkampf geholt. Ist prinzipiell nicht ganz so essentiell wichtig, aber zack. Wenn es schon geht, dann tut man es auch. So, die peilen hier so ein bisschen mal rum, damit alle auch in muntere Schlagreichweite kommen. Upsa. So. So. Die treffen auf eine Ausmacht. Auf die 4. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Das geht doch. Und jetzt brauche ich eigentlich mit Stärke 3 F5. Wow, wow. Was ist da los? 6 Stück. Die wollen. 3er Saves hast du. Und zwar 6 an der Zahl. 1, 2 Stück. 2 Wunden. Hat er auch einen Save auf the Save? Jo. Nö. Dann bekommt er 2 Wunden reingepresst. Da habe ich aber gar nicht mit gerechnet. Eieiei. Hier gehen wir da hin. Hier vorne wird zurückgemopst. Jawohl, der hat ja den schönen Hammer, das heißt, er auf die 2. Darf Einsen wiederholen. Mhm. Und verwundet mit Stärke 8 auf die 2. Jo. Sieht gut aus. Das sind alle 5 Stück, sagst du? Ja, mit minus 3. Da habe ich noch einen 4er Retter, nicht? Mhm. Dann sind 3 von den Dudies hier platt. Pop, pop, pop. Er hier, 3er Tang auf die 6. Oh, einer mit Stärke 8 auf die 2. Nö, er will nicht. Und er 1 in der Gegend rum. Das ist total lustlos. Aber sowas hin. So, 4x 3er Tang sind 12 Stück auf die 3. Vom Knight übrigens auf die Knutschkugel. Auf die Knutschkugel. Genau. Na komm her, du warst nix. Mhm. Sind 10 Stück. Stärke 8. Jo. Und auf die 3. Sind 1, 2, 3, 4, 5 Stück nur. Jawohl. 5x5er Retter. 3 Stück stehen, das heißt, es gibt 2W3 Schaden für den. Das sind 3 Stück. Dann darf ich noch 3x widerwärtig zählen. Ja, dann kriegen wir noch mal 2 Wunden. Ja. Und hat 4 bekommen. Badum. Sab, der Moralwert 7. Und haben ein paar verloren.
Und da rennen aber eine ganze Menge weg. Ich nehme Command Point. Sowieso noch zu viele. 7 plus 3, dann geht es denen zumindest gut. Und dann schauen wir mal auf die Siegpunkte. Oh, dann, was habe ich denn bekommen? Ich habe neben Slay the Warlord, habe ich einen. Dann habe ich Luftrauben sichern. Ich habe eine Einheit, wenn ich die fliegen kann. Das war nämlich der Warlord. Mhm. Und den habe ich in der Beschussphase kaputt gemacht. Deswegen gibt es überwältigende Feuerkraft ebenfalls noch mit dabei. Dann habe ich Großwildjagd gescored, weil ich was Großes kaputt gemacht habe. Und keine Gefangenen. Und bei keinen Gefangenen, es sind in dieser Runde eine Einheit da vorne, eine Einheit hier vorne und zwei Einheiten da drin gestorben. Das heißt, es sind vier Einheiten weggegangen, dann gibt es nochmal W3, das ist einer, plus Slay the Warlord, dann lasse ich hier die zwei quasi aufliegen. Dann steht es jetzt 5 und ich habe eingecallt 6-3 für die Dämonen. Mhm. Wir machen jetzt weiter mit Blood Angels Zug 2. Nico, wie viele machst du? Uno. Was? Du musst jetzt aufholen? Uno. Okay, dann sag mal an. Was hast du noch? Überlegenheit. Du musst W3 Siegpunkte, wenn du am Ende drei Missionsszenarien kontrollierst. Drei musst du. Eins, zwei und dann müssen die sterben. Ja, das ist richtig. Das könntest du auch gut schaffen. Und noch einen darfst du nachziehen. Ja, jawohl. Reinheit durch Blut vergießen. Du hast einen Siegpunkt von mindestens einer. Nein, wenn mindestens eine feindliche Einheit in der Nahkampfphase dieses Zugs vernichtet wurde und das letzte Modell der feindlichen Einheit durch einen Blood Angels Einheit getötet wurde, wurde auf diese Weise mindestens drei feindliche Einheiten zerstört. Ja, gut. Aber das hier und die Überlegenheit, indem du dir den Punkt da vorne erkämpfst, sollte machbar sein. Haben ja durchaus was miteinander zu tun. Ja. Dementsprechend starten wir jetzt mit der Bewegungsphase. Sab, am Anfang der Bewegungsphase steigen die Dudes hier aus und wollen sich jetzt noch ein bisschen da wegbewegen, damit sich der Flieger auch mal ein Röntchen da drehen kann. Genau, ich werde noch mal ganz kurz grob nochmal nachmessen. Das war geplant in die Richtung. Ja, mit 6 Zoll, da haben die ja noch einiges, was da geht, ne? Sab. So, und dann hüpfen der sie gehört da rüber. Dazu und der bewegt sich auch ein Stück hoch. Mhm. So, die bleiben da stehen, die stehen ganz gut. Und er dann? Ja, düster rüber. Da hinten. Genau, also. Und jetzt sich nochmal hier dreht. Drum, drum, drum. So, und jetzt hebt er ab und ist kurz aus der Kamera verschwunden. It's magic. Da ab da vorne, 20 Zoll ist er weit geflogen. Der wird ihn gleich zertreten. Und dementsprechend ist die Nahkampfphase. Nein, schön wär's. Schussphase hätten wir auch geskippt. Nein, aber die Bewegungsphase ist rum. Das heißt, Psi gibt's nicht und du darfst mit dem Schießen anfangen. Wer möchte denn als nächstes bei dir losknattern? Der da. Der da? Und wen hat er so zum Ziel? Also, die Hurricane Brothers. Mhm. Die gehen natürlich wieder an die kleinen netten Jungs. In die Pink Horrors. Und das Lasker große und Multimeter haben ihn ja als Ziel. Ah, okay. Ja. Die Laserwaffen. Eine trifft, eine nicht. Und auf. Der Captain steht in der Nähe. Ah, wir sind 6 Zoll. Passt. Also darfst du nachkegeln. Trotzdem nicht. Bringt nichts. Und auf die 3 verwundeste. Jo. Tuste. Und ich rüste auf die 3. Pass auf. Tada. Jo. Dann kommt als nächstes der Multimelter, die beiden Schuss. Auch auf die 3. Einsen darfst du wiederholen. Sitzen beide. Wieder auf die 3 zum Verwunden. Sitzen beide diesmal. Wie ungewohnt für einen Melter, oder? Ja, was so. 3er Retter. Einer steht, einer nicht. Das sind W6 Schaden und auf halber Reichweite darfst du neu schmeißen. Ja. Das wird er zweimal definitiv nicht aushalten. Das wären sogar 2 W6 Schaden. Das sind 2. Genau. Ja. Ein Command Reroll. Mhm. Nope. Nope. Und einmal der von seinem Umhang. Ja. Der sitzt, das heißt, er hat sich zumindest nicht selber in die Luft katapultiert. Dann 2 W6 und du nimmst den höheren Wert. Sobald du eine 4 hast, ist er durch. Eine 5 braucht. Stimmt, sobald du eine 5 hast, ist er durch. Du hast eine 3 und du hast keine Command Points mehr. Er hat noch 2 Lebenspunkte. Ärgerlich, ärgerlich. Ah, yeah, yeah. 12 Hurricane Bolter in die. Nein, 24 insgesamt, also 12 Hurricane Bolter sind's. Jawohl. In Schnellfeuer und machen wir in 2 Düsen. Auf die 3 und 1 ist wiederholbar. Da ist noch eine 1 dazwischen. Ja, dann sind wir mal da. Dann sind das hier schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück und das Ganze kommt nochmal. Und Rutsche Nummer 2. Einsen wären wiederholbar, aber abgesehen von der 1-2 trifft alles. Das heißt 11 nochmal oben drauf, dann sind das 19 Treffer. Ja. 19 Mal entspannt auf die 3. 1, ups, war gedreht. 2, 3, 4,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, dann gibt er dir jetzt 12 mal einen Vierer Retter vom Allerfeinsten. Na, fast 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tote. Die Sniper wollen nochmal in den Lord of Change reintreffen auf die 3. Und das sind 3 Stück und verwunden auf die 5. Da ist das eine Mortal plus 2 Dreier Saves. Boah. Das heißt, den hatte ich schon neu gewürfelt. Command Roll hatte ich auch schon. Dann sind es genau die 2, die durchkommen, um den Warlord zu killen. Predator nimmt seine Heavy Bolter in die rein und die Autocannon in ihn. Ja. Richtig so. Wunderbar. Dann schwere Bolter auf die 3. Jo, alles abgesehen von einem und auf die 3. Das sind 4 Stück. Auf die 4 wird gerettet. Oh, nochmal 2, die da durchflutschen. Zack, zack. Das ist nicht so gut. Dann die Cannon. 2 bei 3 Auto. Cannon-Schuss sind 4 Stück. Der hat Bock. Trifft auf die 3. Sind 2 Stück. Und verwundet auf die 4 wahrscheinlich. Ne? So sitzt es auf jeden Fall. Ja. 2x ein 5er. Einer sitzt, einer nicht. 3 Schaden flat. 3 Schaden flat. Dann hat er noch 5 Lebenspunkte über, sobald ich sie gefunden habe. Zap. Der zweite Predator macht das gleiche. Also erstmal hier den schweren Bolter in die Jungs rein, auf die 3. 4 Stück und auf die 3. 3 Stück. Vierer Retter, Rüster hätte ich was gesagt. Alter Verwalter. Und nochmal 3 von den Jungs durch. Zack, zack, zack. Ja, du wirst deinen Trennungsschmerz hier vorne überwinden müssen, du armes Männchen. Autocannon 2x3 Schuss kommen nochmal hinterher. Auf den großen sind wieder 4. Relativ konstante Leistung, wie du machst. Auf die 3. Und auf die 4 müsste hinhauen. Ja, auf jeden Fall. 5er Retter. Nochmal 3 Schaden. Nochmal 3. Dann hat er nur noch 2. Ist einfach nicht so viel. Die Hellblaster versuchen sich mal einen Screamer da. Treffen auf die 3. Unüberladen. Zum Glück. Ja. Und auf die 3 mit Stärke 7. Sind 3 Stück. Da gibt's auch ein 4er Retter. Und die stehen alle. Zum Glück hast du nicht überhitzt. Der hättest einfach nur einen weggenommen. So sieht's aus. 4 Bolter von denen. Auch in die Screamer. Treffen auf die 3. Alle verwunden auf die 4. 3 Stück. Nicht schlecht. 4er Retter. Dann gehen 2 Wunden durch, das heißt, der eine hier ist platt und der bekommt eine Wunde. Der Trop schießt auch in die Screamer. Ich weiß gar nicht, irgendwas hast du gegen die, oder? Ja, die haben meinen Flieger getötet. Ach, die sollen wir mal so anstellen hier. Die sind beleidigt. So eine Mimimis. Treffen auf die 3. Der macht nur Rerolls im Nahkampf, ne? Yep. Und verwunden auf die 4. Dann sind es 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Jawohl. Dann gibt es 5x 4er Retter. Und dann gehen nochmal 2 Wunden durch. Das heißt, der hier ist platt und ich nehme dem hier oder gebe dem da hinten eine Wunde. Von dem Trupp kommt nochmal das gleiche hinterher. 10 Schuss auf die 3. Ja. Und da genau. Und okay. Auf die 4. Das sind 3 Stück. 4er Retter nochmal. Sitzen alle. Jo. Den Jungs geht's gut. Kann der Chaplain auch noch schießen? Der wird wahrscheinlich sein Pistölchen auf 12 Zoll. Müsste mal sein Pistölchen. Jo, dann reizt mal aus. Einen Schuss. Auf die 3. Oben auf die 4. Jo. Der war motiviert und hat nochmal einen Screamer da durchgeschreddert. So muss sein. 3 von den Scouts hier unten. Da kann ebenfalls noch in den hart angeschlagenen Trupp da vorne. Auf die 3. Und auf die 3, auf die 3, genau. Eieieiei. Die armen Dudis da vorne kriegen jetzt aber mal richtig eingeschenkt, oder was? 4er. Nochmal 2 tot. Oh no. Die Scouts wollen auch noch in die dicke Kröte mit rein. Die brauchen 8 Zoll, damit das richtig gut klappt, wenn sie ums Haus drum rumlaufen. Haben eine 7. Obwohl, die werden nur 7 Zoll sein. Das sind 6 Zoll ungefähr, das habe ich mal schon grob ausgemessen. So, zack. Jo. Dann sind die Jungs doch dabei. Und mische mal eine Runde mit.
und freuen sich auf die Party. So schaut's aus. So. Und zapp, da stehen sie. Jawohl. Die Jungs kloppen als erstes los und zwar treffen die auf die Dreien. Ne, auf die Vieren, pardon, da ist ja noch mehr erstmal der Pestilenz. Ich wollte gerade sagen, eins schlechter. Sind vier Treffer schon mal, nicht schlecht. Oh, mit Stärke 4 auf Widerstand 7 auf die 5 jetzt. Zwei. Also, immerhin. Guck mal, das läuft oder bei denen? Oh ja, widerwärtig zäh. Oh nein, dann hat er 6 Lebenspunkte runter. Hier, die Jungs wollen in die Screamer chargen. Ich kann da natürlich jetzt mal so gar kein Abwehrfeuer geben. Würfeln, alles außer Snakers ist super. Da sind die Bengals drin. Da möchte ich gerne der Chaplain da rein, braucht 7 Zoll. Und hat eine 7. Genau, ein gutes Pferd nicht. Ja, ist da ebenfalls drin. Jupp. Dann kannst du auch durchaus so richtig schön ins Getümmel rein, dann ist auch richtig im Base-Kontakt. Und die Jungs brauchen 5 Zoll, dann sind sie schon da. Und haben eine 7. Und kommen geschmeidig an. Meine armen kleinen Screamerchen. Ich weine um euch kleine Platte süßen Rochen. Aber möchtest du sonst noch Charges machen? Nö. Okay. So, nachdem die draufgehauen haben, ist er motiviert. Das heißt, ich gebe 2 Command Points aus, um auf den Imperial Knight drauf zu kloppen. Er trifft noch auf die Zweien. Die 1 Command Point ich. Ja, yep, das sind alle, das ist so großartig. Und ich verwunde dich auf die Vieren, ebenfalls komplett rerollable. Brauche ich nur einen zum rerollen. Der ist nix. Dann sind es 6 Verwundungen. 6 mal ein 5er Retter. Da hast du einen nur gerettet. Ja. Das heißt, es gibt 5 wie 6 Schaden. Wie viel hat der noch? 15? 15, ja. Der ist mal voll durchgekloppert. Macht der eine super duper Explosion? Mal gucken. Auf einer 2? Nett. Nicht wirklich. Nee. So, die kleinen Dudes hier haben prinzipiell 2 Attacken, weil sie Veteranen sind, haben plus eine drauf, weil sie einen roten Durst haben und haben plus eine drauf, weil sie alle ein Kettenschwert haben, was mal entspannte 10 Attacken für die 5 Jungs macht. Ja, 20 Attacken für die, genau. Der 5er Trupp hat 20 Attacken und auf alle verkackten Trefferwürfe dank des Chaplains wiederholen. Wir machen mal wieder einen 2 10er Blobs. Jawohl. Denn Enrico hat genauso kleine Hände wie ich und wir wollen heute entspannt würfeln. Jawohl. Auf die 3. Und da brauchst du schon nichts wiederholen. Das ist gut. Da war alles und der 2. Wurf. Genau, Widerstand haben wir. Wieder auf die 3. Nee, plus 1 besser verwunden. Ja, aber erstmal auf die 3. Du darfst ja noch 10 treffen, nicht? Ja, hast du. Weißt du, richtig, genau. So, die sind da liegt noch eine 2, die darfst du nochmal hinterher kegeln. Ja. Kick es, das heißt 19 Verwundung. Ja. Dank roter Durst. Roter Durst wird jetzt schon mein Freund hier. Verwunden sie um 1 besser. Das heißt nicht auf die 4 mit Stärke wie auf Widerstand 4, sondern auf die 3. Ja. Und zapp, das ist eine ganze Menge. Mal gucken hier. Jo. Das hier sind 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Stück. Jo. Huh. 4er Retter, 12 Mal. Dann ist einer tot, 2 sind tot und 3 sind tot. Das ist ja mal. Statistik kommt in Warhammer rein. Das ist komplett irritierend. Nehme ich den allerdings raus, dann nehme ich den raus und ich nehme den raus, in der Hoffnung, dass du mit dem 3 Zoll reinpeilen von den Jungs, den will ich nicht mehr schaffst. Zap, der Chaplain schafft es rein, die jetzt in der Tat wirklich nicht, dann darf der jetzt drauf moppern. So, der Chaplain trifft auf die 3. Auf die 2. Auf die 2 sogar, oh, und darf einen wiederholen, braucht er gar nicht. Jo. Der hat Stärke 5, trifft oder verwundet normalerweise auf die 3 und auch er hat den roten Durst, also auf die 2 jetzt. 2 Stück. 2 Stück, 2x 4er Retter wieder. Mhm. Da steht einer nicht. Wie 2 viel? Schaden. 2 Schaden. Dann ist der letzte Teller hier vorne auch noch abgeräumt und ist nur noch einer von den Jungs da. Eieieie. Dann erste reguläre Aktivierung. Der Mann mit dem Hammer möchte gerne loslegen. 5 Attacken. Der trifft auf die 2. Darf einen wiederholen, weil er selber auch sich selber bufft und verwundet auf die 2. Jawohl. Das sind 4 Stück und das Missionsziel ist meins. Wollt ihr da allerdings Party machen, haben wir noch einen 4er Retter. I'm sorry. Ja. Einer ist weg. Einen hat sie geschafft. Juhu. Oh. Wir passen ja mit dem Rüsten, ne? Dann die 4 hauen zurück auf die 4. Einer. Und jetzt auf die 5.
Nix, überraschenderweise. Aber Objective Secured hilft denen gerade. Hier vorne noch, einmal den Screamer aktivieren. Zap, der geht hier vorne so rüber. Ist näher am nächsten feindlichen Modell und ist dann halt in seiner Bubble da vorne drin. Der kleine Mann trifft auf die Vieren. Sind zwei Stück, der verwundet mit Stärke 7 auf die Dreien. Sind zwei Stück, minus 3 und zwei Schaden dann. Sechser Höschen oder was hat der? Jo. Dann bekommt er zwei vorne Latz geknallt. Jo. Damit ist diese Runde rum. Ich bin die ganze Zeit hin und her überlegen. Zwei Punkte dafür, den einfach leben zu lassen, ist aber relativ hoch. Auf der anderen Seite wäre es so, dass, wenn der jetzt stirbt, Enrico einen Siegpunkt bekommt. Mhm. Und damit einen zweiten bekommt, weil er angesagt hat, dass er einen schafft. Ich werde meine letzten zwei Command Points leider hier reinhauen müssen, damit er bleibt. Hier ist einer weg. Grundsätzlich kann da keiner fliehen, aber bei einer 1 kommen W6 wieder. Tun sie nicht. Bei denen, die haben einen Moralwert von 7 und es sind entspannt mal 13 weggegangen. So, das heißt, da gehen sowieso schon 6 plus das, was ich erwürfe. Da stehen noch 7. Das heißt, ich würfe mindestens eine 1. Dann ist der Trupp komplett durch. Pardon, ist er nicht, weil ich kann noch würfeln. Auf eine 1 kommt W6 wieder. Jo. Nein, und ich habe keinen Command Point mehr. Der Trupp ist ausgelöscht. So, dann einmal zu den Siegpunkten. Und zwar hat Enrico Slay the Warlord und er hat Tapferkeit der Engel. Er hat nämlich ein Charaktermodell durch eine Blood Angels Einheit getötet. Zwar nicht im Nahkampf, sonst wären es wie 3 Siegpunkte gewesen, aber geschafft ist geschafft. Das ist der zweite. Und du hast ein Missionsziel angesagt. Insofern gibt es 3 Punkte für dich. Dann sind wir bei 6. Dann bist du bei 6, genau. Und möchtest du hiervon eins abwerfen? Ja, und zwar missionskritische Ziel. Wenig überraschend. Genau. Pardon, kleine Korrektur. Es steht bei Tapferkeit der Engel doch oben auch Nahkampfphase. Ich hatte irgendwie oben eine Nahkampfphase überlesen und hatte unten gedacht, in der Nahkampfphase wären es wie 3. Aber im Nahkampf muss das Ding zermoppert werden und wenn ein eigener Charakter das in der Nahkampfphase macht, dann gibt's W3. Das heißt, du hast keinen Siegpunkt gemacht. Du kriegst einen. Ja, du bekommst den für Slay the Warlord und ich bekomme einen oben drauf. Dann steht am Ende jetzt deiner Runde 7 zu 4 für die Dämonen und bei denen geht's jetzt in Runde 2 weiter.